Die Stadt Görlitz will den brachliegenden früheren Güterbahnhof Schlauroth als Gewerbegebiet entwickeln. Laut dem entsprechenden Stadtratsbeschluss benötigt Görlitz aufgrund der großen Nachfrage dringend neue Gewerbeflächen. Derzeit nutzt lediglich der TÜV Süd einen kleinen Teil des Areals als Versuchsstrecke. 1999 wurde auch der Haltepunkt des Personenverkehrs geschlossen und nach Rauschwalde verlegt. Nunmehr soll der Großteil der vorhandenen ruinösen Altgebäude abgebrochen werden. Ein Teil von ihnen muss jedoch aus Gründen des Denkmalschutzes erhalten bleiben, darunter der Wasserturm. Ebenso ist eine umfangreiche Altlastensanierung erforderlich. Die Erschließung soll künftig von der nördlich verlaufenden B6 aus erfolgen.